Moin moin Leute, willkommen zu meinem neuen Projekt. Wir spielen Bioshock. Es tut mir jetzt schon mal leid, dass ich das Intro nicht mit einfügen konnte. Das Spiel ist irgendwie bei mir abgeschmiert, wenn ich aufnehme und das Intro mit aufzeichne. Keine Ahnung warum, ohne Intro geht's. Ja, erstmal ein paar Sachen zum Spiel. Das Spiel wurde entwickelt von 2K Australia. Und das ist eine Unterkategorie von halt 2K Games. Und 2K Australia hat nochmal eine Unterkategorie vor, und zwar Irrational Games, also irrational quasi. Oder ne, eigentlich dasselbe. Und diese waren auch verantwortlich für Spiele wie Tribes und, wie hieß das noch gleich? System Shock 2. Erschienen ist das Ganze in Europa am 24. August 2007 für den PC. Das Spiel gibt's auch für alle weiteren Konsolen. Also einmal für die PS3, das ist halt aber im Oktober 2008 erschienen, glaube ich. Und ja, dann halt für die Xbox, für den Mac. Eine Mac-Version gibt's auch. Und jetzt demnächst, ich glaube im Januar 2015 soll Bioshock auch für iOS kommen. Heißt also für die Apple-Smartphones und Tablets. Und weiß ich, was es da noch gibt. Gibt's ja mittlerweile so viel. Und ja, wir fangen ein neues Spiel an. Auf den Schwierigkeitsgrad fortgeschritten. Ist nicht mein erster Shooter, deshalb. Und ja. Als mich meine Eltern in das Flugzeug nach England setzten, wo ich meine Verwandtschaft besuchen sollte, sagten sie zu mir, Sohn, du bist etwas Besonderes. Du wirst große Taten vollbringen. Glauben Sie mir, sie hatten recht. So, an der Oberfläche angelangt. Ich muss erstmal Sound. Der Sound ist zu laut. Das ist mir jetzt direkt aufgefallen. Und ich muss mein Headset leiser drehen. Das ist normal bei mir. So, halb benutzt, bla bla bla. Natürlich Stereo oder Stereo. Ich weiß nicht mal, wie das mit der Musik abläuft. Ich hoffe, geht alles fit. Was ich halt an dem Spiel halt übelst geil finde, ist der Stil. Ich habe ja schon in The Witcher 2 am Ende des Projekts gesagt, dass ich halt Bioshock 1, 2, das DLC, 3 und die DLCs aufnehmen werde. Halt wie bei Dishonored. Und ich finde halt diesen, wie nennt sich der, dieser Noir-Stil, einfach, ich finde den einfach richtig klasse. Von 1960 oder so, ne? Halt dieser Stil. Deswegen mag ich auch Filme wie Cloud Atlas oder, ich weiß nicht, was fällt mir noch ein? Gangster Squad zum Beispiel oder generell die ganzen alten Filme in diesem Stil. Die feiere ich einfach. Was? Keine Götter oder Könige, nur Menschen. Och, und diese Musik auch, ey, die hat sowas von was. Ich finde den Stil einfach so genial. Industrie. Wissenschaft. Kunst. Hier steht einfach überall etwas. Ja. Betätigen wir mal den Hebel der Tauchkugeln und steigen ab. In die Tiefe.
Ja. Also schon heftig. Ich finde auch die Idee, das Konzept von dem Spiel einfach so genial. Ist ja auch der geistige Nachfolger von System Shock. Nur den Namen dürfen die nicht behalten. Ich bin Andrew Ryan und ich möchte Sie eines fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Nein, sagt der Mann in Washington. Wisst ihr was? Moment. Nee, ich mach einmal den Sound, die Sprache noch lauter, so. Es gehört den Armen. Nein, sagt der Mann im Vatikan, es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau, es gehört allen. Ich konnte keine dieser Antworten akzeptieren. Stattdessen entschied ich mich für etwas anderes. Für etwas Unmögliches. Ich entschied mich für Rapture. Eine Stadt, in der der Künstler keine Zensur fürchten, der Wissenschaftler sich keiner engstirnigen Moral beugen muss, in der diejenigen, die zu große bestimmt sind, nicht durch die kleinen Lichter gebremst werden. Wenn auch sie im Schweiße ihres Angesichts für dies kämpfen, kann Rapture auch ihre Stadt werden. Sieht das nicht einfach grandios aus? Das Spiel ist zwar schon älter, 2007, ne? Ich meine, schon 7 Jahre vergangen. Keine Ahnung, was da los ist. Der Leuchtturm ist vom Feuerschein hell erleuchtet. Da muss ein Flugzeug abgestürzt sein. Aber wir sind mitten im verdammten Atlantik. Ich meine, ich kapiere das nicht. Mach dich auf den Weg, aber schnell. Du musst leiser kommen. Atlas, wie kommst du drauf, dass überhaupt jemand kommt? Weil wir hier eine Tauchkugel haben, die auf dem Weg nach unten ist. Wir haben Gesellschaft. Oh Mann, ey. Ich bin jetzt schon so aufgeregt auf das Spiel. Ich habe das schon 2 Mal durchgespielt. Einmal gut und einmal böse. Nur ist auch wirklich lange her. Ich werde mich an viele Missionen, denke ich, erinnern. Aber ob ich jetzt gut spiele, weiß ich nicht. Nur eine Minute noch. Ich sehe sie schon. Die Tauchkugel kommt jetzt hoch. Johnny, das Sicherheitssystem ballert alles über den Haufen. Beweg dich endlich! Bitte, Lady, ich wollte hier nicht einbrechen. Bitte tun Sie mir nichts. Lassen Sie mich bitte gehen. Sie können meine Waffe behalten. Sie können... Ist das jemand Neues? Das ist nicht, wieso dieses Licht so komisch ist. Und jetzt achtet, merkt euch den Satz. Wärst du so freundlich? Merkt euch den einfach, ja? Über das ganze Projekt. Der wird öfter vorkommen. Der Satz, ja? Oder? Keine Ahnung, wie du den Absturz überlebt hast. Aber wo die Vorsehung im Spiel ist, stelle ich keine Fragen. Ich heiße Atlas und ich will, dass du am Leben bleibst. Mach, dass du hier wegkommst. Wir müssen dich ein Stück nach oben bringen. Atme tief durch und geh aus der Tauchkugel raus. Keine Sorge, ich lass dich nicht hängen. Wir müssen sie aus ihrem Versteck locken. Du wirst mir jetzt vertrauen müssen. Und hier, das wird, hier kommt das irgendwie so... An den Lichtern ist das immer so irgendwie. Noch. Nur noch ein bisschen näher, da kommt sie. Bitte lächeln, Schwester! Wärst du so freundlich, dir eine Rohrzange oder sowas ähnliches zu besorgen? Die verdammten Splicer haben Johnny eingekesselt, bevor sie ihn... Oh, dieses Drecksgesindel. Habt ihr's gehört? Wärst du so freundlich? Erstmal hier nach hinten wegducken.
So, zack. Ups. Ja, dann kann man in dem Spiel schon mal nicht. Oh, und jetzt zack, Schlag. Schlag. Boom. Ja, und schon kommen wir zum ersten Splice. Hilfe. Plasmide. Splice eigentlich schon. Ja, zum ersten Plasmiden. Und zwar Elektrobolt. Was? Boah, Mann. Bleib ruhig. Dein genetischer Code wurde gerade von einem Plasmid namens Elektrobolt komplett umgeschrieben. Keine Sorge, du wirst dich gleich daran gewöhnen. Der kleine Fisch da sieht aus, als wäre er gerade frittiert worden. Ich möchte wissen, ob er noch ein bisschen Adam hat. Das kleine Fischlein hat es gar nicht verdient, von einem Big Daddy beschützt zu werden. Feigling, hab ich's mir doch gedacht. Mit dem Eisen-Daddy da kannst du auch nicht viel ausrichten. Du kommst in die Konservendose, so oder so. Ganz schön rein. Aber es gibt nichts Besseres als eine Faust wie ein Blitz, oder? Ja, joa, das ist Ansichtssache, würde ich mal behaupten. Na gut. Zack. Die Tür können wir so öffnen. Ja, sieht das nicht geil aus, der Look in dem Spiel? Dieses ganz. Die, ach, einfach heftig. Ich finde das so geil. Warte, was steht da? Wählen Sie Ihr Plasmid aus und entwickeln Sie sich weiter. Ansichtssache. Auch diese ganze, die Idee. Boah, hier erstmal flugzeugdick, ne? Jetzt müssen wir rennen. Sprinten kann man in dem Spiel nicht. Ist schon etwas altmodischer. Von der Idee. So, zack. Öffnen, schließt sich von allein. Goodies, hier. Eve-Spritze. Und, eine Katze. Guck mal, eine tote Katze. Schade um die. Ja, und das sind die Vita-Chambers, in denen werden wir wiederbelebt, falls wir sterben sollten. Und dann natürlich hier die ganzen Sachen lassen sich durchsuchen und... Splicer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Ups, zack. Boom. Aber wieso flackert das so? Ich muss gleich mal schauen. Das hatte ich davor nicht. Ich werde mich, das Spiel hat auch ein paar Horror-Elemente. Ich werde mich bestimmt einige Mal in dem Spiel verjagen. Das weiß ich einfach. Verdammt. Komm, Chuck. Sprung. Und dann können wir den auch einfach so eine geben. Ja, wäre ich nicht hängen geblieben, würde es sogar klappen. Na, ja, nicht weiter schlimm. Von den Spitzen. Tschüss, fällt er ganz schön tief. Mich, nur hab ich gelacht. Zurück!
Ja. Center einfach mal und will uns das aus den Boxen. Der Typ hat Balls. Ja, der Typ hat echt Balls. Ja, ich spiele leider die zensierte Version. Also jetzt nicht denken, oh, hier zensiert, was? Das Spiel ist wirklich minimal zensiert. So, wir müssen hier einsteigen. Und zack geht's nach oben. Das ist also echt nicht stark zensiert. Das sind eine Szene. Hör zu, ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Neues Ziel. Geh zu Neptunes Bounty. Ja, und die Story wird auch zum Teil mit Dingen erzählt. Mit Kassetten. Von denen werden wir auch einige noch bekommen. Zack! Wie gesagt, eine übers Gesicht gezogen und hier liegt eine Pistole, also. Die Schmiede haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Also man merkt wirklich, die Leute sind hier etwas komisch drauf schon. Ich bin doch kein Vollidiot! Ich mache, was ich will! Es ist mein Adam! Ich habe es mir... Die harte Tour... Was? Hat uns gesehen. Charlie! Charlie! Wo gehst du hin? Was? Zack! Bam! So. Ja, ich kenne das Spiel, wie gesagt, schon etwas. Verbandskasten, ja. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ein Dollar. Man kann ja auch Sachen aufleveln. Also Waffen. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass die zu den Zeiten noch die Unreal Engine 2.5 genutzt haben. Und nicht schon etwas Neues, irgendwie irgendwas Neueres. Wenn du einen Splicer im Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Electrobolt. Zack! Beide werden frittiert. Das ist das Geile. Man kann ja halt auch ein bisschen kombinieren. Hier werden ja auch später andere Sachen kommen. So, das sind die Tagebücher. Oh. Wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen und du sitzt in Hephaistos fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke auf Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Ich blute! Oh Gott! Was passiert hier? Ja. Man merkt schon, die sind echt ein paar Sachen verkehrt gegangen. In dieser Stadt. Sie atmet noch. Bam! Ja, hier sind echt... Die kommen manchmal aus verschiedenen Ecken und so. Deshalb sag ich ja, ich werde mich ein paar Mal verjagen, vor allem weil ich extrem schreckhaft bin. Da ist eine Little Sister drin. Deswegen sagt sie ja, sie atmet noch. Ich bin total verspeist. Total verspeist. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Ich bin nicht sicher, ob das auf der Seite war. Fuck. Ja, genau.
Zack, siehst du, ich hab's noch drauf, bisschen. Zum Teil ein paar Sachen. Ja, wo, was hast du mit der Kloschüssel gemacht? Crank, Junge, crank. So. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Wir gehört wieder. Wärst du so freundlich? Das ist echt, das wird richtig oft in dem Spiel vorkommen. Schau mal, ne, die zapft das ab und trinkt das dann aus dieser Flasche. Wie stumpf fand ich das immer, dieser. So, und jetzt. Lauf lieber. Boom. Ja, hier fehlt das Blut. Das ist in der zensierten Version. Das fehlt halt. Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Adam und er beschützt sie dafür. Ja. Gegen die werden wir auch, relativ, wir werden eigentlich gar nicht so oft gegen die kämpfen. Weil ich einfach, das Spiel auf gut, als gut, oder als auf. Auf jeden Fall will ich gut sein. Und, ja, das schaffen wir halt indem wir keine Little Sister töten. Auch wenn wir relativ wenig haben, also wenig Adam. Ja, haben wir Pech gehabt. Ich werd alle heilen und nicht töten. So. Hier gibt's ein paar Sachen zu essen, so. Und, deswegen den Stil, den habe ich auch immer bei, Dingen gefeiert. Wie nennt sich das? Fallout. Fallout New Vegas und so. Fand ich immer richtig gut. Also deshalb. Ich bin echt ein Fan von dem Spiel. Finde ich richtig geil. Und gut, da würde ich sagen, dass ich hier die Folge beende. Ich versuche diesen Fehler da zu beheben. Mit dem Plasmiden. Das ist irgendwie so ganz komisch rumwabbelt. Ah, jetzt geht's. Ja, gut. Gut, dann würde ich sagen, dass ich hier die Folge beende. Bis dahin. Ciao.